Thank you.
Ja, wir sind jetzt, das Spiel ist beendet. Bansko Lezin gegen HSV Pinnenthal-Leutz 37:26. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den Trainer Bürger Frund und an den Neukapitän Christian Klatt. Da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal, kann man nach einer so verkorksten Saison wie die letzte besser in die Saison starten als heute? Nee, das wohl wirklich nicht. Also ich habe es gehofft, so richtig dran geglaubt habe ich auch nicht. Aber die Jungs haben mich eines Besseren belehrt und haben das hinten raus zumindest wirklich ganz solide rausgespielt. Also ja, ich bin zufrieden, um das ganz kurz abzukürzen. Ja, Christian, auf dem Feld, das sah ein bisschen anders aus wie letztes Jahr. Was hat sich verändert zum ersten Spieltag der letzten Saison? Zum ersten Spieltag? Ich denke mal, wir haben intensive Vorbereitung gehabt, waren immer viele Leute bei der Vorbereitung, haben sehr intensiv trainiert. Und ich denke mal, dass wir alle letztes Jahr verstanden haben, was wir falsch gemacht haben. Und das haben wir versucht, besser zu machen. Und ich denke mal, es ist uns ganz gut gelungen. Ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber mein Gott, das ist normal. Und ich denke mal, zum Ende raus war es doch verdient, auch in der Höhe. Und dann, denke ich mal, können wir zufrieden sein. Ja, ich denke, das kann man. Ich sagte schon, Neukapitän Christian Klatt, du hast ihn ernannt. Gab es da besondere Gründe für? Ja, natürlich. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Nehme ich gleich die Plattform, um gleich mal zu sagen, das heißt nicht, dass Daniel Wach weniger wertvoll ist. Jetzt für uns, der ja jahrelang unser Kapitän war. Nur, was sich in den letzten Jahren wirklich gezeigt hat, Klatti ist ja, Mr. 110%. Der ist immer beim Training, hängt sich voll rein, agiert auch in der Abwehr lautstark etc. genauso, wie ich mir den Kapitän vorstelle. Und deswegen habe ich mich für Klatti entschieden. Und das, denke ich, ist auch die richtige Entscheidung gewesen. Ja, und für dich, das ist, Kapitän heißt ja oftmals Belastung. Ist das für dich belastend oder eher Motivation? Ja, ich denke mal, es ist keine Belastung für mich, weil wir wissen, wir sind eine Mannschaft. Kapitän hat auf dem Feld, ich versuche die Mannschaft ein bisschen zusammenzuhalten und ein bisschen zu motivieren und ansonsten ziehen wir alle an einem Strang und es ist auf jeden Fall keine Belastung für mich, das Amt. Jetzt, sag ich mal, als Spielervertreter nach einem so guten Spiel, den ersten Spieltag kann man meist nicht viel sagen, aber wo geht's hin dieses Jahr mit der SG Bansko Lezin? Na, wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden als im letzten Jahr. Wir wollen weiterhin intensiv trainieren, so wie in der Vorbereitung und versuchen an unserem Spiel zu arbeiten, das Tempo hochzuhalten, das ganze Spiel über. Und ich denke mal, wenn wir das schaffen, dann werden wir uns irgendwo Platz zwischen 5 bis 9 wiederfinden und alles, was besser ist, nehmen wir gerne mit. Ja, jetzt natürlich auch die negativen Sachen am Spiel. Was hat noch nicht so gefallen? Was muss abgestellt werden in den nächsten Spielen? Ach ja, da gibt es bestimmt so das eine oder andere. Aber so kurz nach dem Spiel will ich da gar nicht negativ reden. Wir haben mit 11 Toren gerade zu Hause gewonnen. Ich denke mal, da überwiegt das positive Gefühl. Wir werden sicherlich am Dienstag in die Analyse nochmal gehen. So die 1, 2 Sachen in der Abwehr und gerade im Angriffsspiel haben mir sicherlich nicht gefallen. Aber im Großen und Ganzen überwiegt heute wirklich das positive Gefühl. Und deswegen lass uns nicht über negative Sachen sprechen heute, okay? Gut, nochmal eins zur Mannschaftszusammenstellung. Wir waren jetzt, ihr wart 14 Leute auf der Bank. Mhm. Heute, was dann selten ist in der Oberliga, beziehungsweise in der neu gegründeten Mecklenburg-Vorpommern-Liga. Mit wie vielen Leuten fahrt ihr denn zum Auswärtsspiel? Oh, mindestens auch mit 14. Also wir waren zwar heute nur mit 14 Mann da, aber wir haben durchaus noch 3, 4 Leute. Der eine ist krank, der andere ist berufstätig und noch unterwegs. Also wir haben einen guten Kader dieses Jahr, wir sind da breit aufgestellt. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass wir nicht auch mit 14 Mann zum Auswärtsspiel fahren. Ja, dann wünsche ich euch für das nächste Auswärtsspiel in Schwan viel Glück, viel Erfolg. Und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Heimspiel.